Ja, ein wahres Schmuckstück hat die Therese da in ihrer Obhut, das sich lohnt zu entdecken. Wir fahren nicht weiter, nein, wir wandern auf geschichtsträchtigem Pflaster, dem schon erwähnten Oswald-von-Wolkenstein-Weg, der von der Seisser Alm aus zu den Burgruinen Saleck und Hauenstein führt. Als Themenweg ist der Spaziergang auch für Kinder interessant. An seinen 15 Stationen erfährt man vieles über die Natur sowie die Welt der Ritter und Burgfräulein, aber auch der einfachen Leute im späten Mittelalter. Und wir statten jetzt einer weiteren Burg einen Besuch ab, und zwar Schloss Prösels in Völs am Schlern. Das ist übrigens die letzte Station vom legendären Oswald von Wolkenstein-Ritt und dient heute als musikalische Kulisse für das Brassquintett Ortisei. Ja, diese wunderschönen Pferde, die muss ich nicht lang vorstellen. Das sind die weltberühmten Haflinger. Und der fesche Mann, der in der Mitte steht, den muss man eigentlich auch nicht vorstellen. Vielleicht nicht weltberühmt, gell, Norbert? Aber zumindest im deutschsprachigen Raum kennt man ihn. Norbert Rehe, schön, dass du Zeit für mich hast. Servus, hallo, Christi, servus, grüß dich. Norbert, was gab's zuerst? Deine wunderschönen Haflinger oder die Kastelroter Spatzen? Ja, ungefähr so zugleich. Fast ich nicht schon. Ja, zuerst eigentlich die Kastelroter Spatzen, aber schon von Jugend auf. Fein. Also, was machen wir da? Genau. Ja, viel Arbeit, viel Fleiß gehört dazu und ja. Natürlich muss dann alles wieder passen. Stolzer Pferde ist mein Königlein und die kleine Hütte mein Palast. Und das Edelweiß am Felsen ist mein Diamant. Ich bin so stolz auf mein geliebtes Land. Hohe Berge, steile Felsen, Alpengrün. Pferde weiden, wo die schönsten Blumen blühen. Alpenrosen, Arnika und Edelweiß. Ja, meiner Heimat gilt der höchste Preis. Eine Herde stolzer Pferde ist mein Königreich. Und die kleine Hütte mein Palast. Am Felsen ist mein Diamant. Ich bin so stolz auf mein geliebtes Land. Ja, Wasser, die Urkraft aus den Bergen. In zahlreichen Bächen fließt es natürlich auch vom Schlern hinab ins Tal, wie zum Beispiel hier der Frötschbach hinter mir. Und wenn man dem Wasserlauf jetzt folgt, dann kommt man zu einer der ältesten und schönsten Mühlen hier in der Gegend, der Marlengermühle. Schon im 15. Jahrhundert wird die Marlengermühle erstmals urkundlich erwähnt. Wobei dem Müllern, also der Herstellung von Mehl und Futtermitteln, schon damals eine große Bedeutung zugekommen ist. Die Mühlen waren enorm wichtig für die Ernährung.
Schüttelbrot hat mir Appetit gemacht. Also auf zu einem kulinarischen Höhepunkt auf fast 2000 Meter. Dort betreibt auf der Seiser Alm Gourmetkoch Franz Mulser, der in Sterneküchen gelernt hat, eine Almhütte. Und sag mir immer zu, dass du noch glücklich bist mit mir. Dass du noch glücklich bist mit mir. Ja, mal schauen, wer von Ihnen daheim jetzt errät, mit wem ich mich gleich treffe. Also folgendes: Er hat einen Arbeitsvertrag auf Zeit, meistens von Juni bis Oktober. Er darf bewaffnet in die Kirche. Ja, und er bekommt 2 Schüttelbrote pro Kuh als Entlohnung. Zumindest war das früher so. Ob das heute noch so ist, was sich verändert hat und des Rätsels Lösung, das erfahren wir dahin. Steinigen Wegen bewältigen muss, ist Jahr für Jahr eine echt tierische Herausforderung, auch für die Saltner. Übrigens, eine Antwort ist mir der Much vorhin noch schuldig geblieben. Das Privileg, bewaffnet sogar in Kirchen, gab es für die Almgendarmen deshalb, weil sie rund um die Uhr im Dienst waren. Aber das ist lange her. Was geblieben ist, auch heute sind die Saltner und ihre Helfer froh, wenn Tier und Mensch den steilen Almauftrieb heil überstanden haben. Das Wetter spielt hier eine große Rolle. Wir wissen ja, um den Schlern rum können auch sehr schnell Gewitter aufziehen. Bist du jetzt besonders sensibilisiert, wenn es darum geht, ja zu erkennen, jetzt kommt ein starkes Gewitter, ich muss meine Tiere ein bisschen in Sicherheit bringen? Und auch schon in der Luft, nicht? Wenn die Luft so geladen ist und die Regenluft kommt, wenn es von Duran aus kommt, haben wir halt höchste Zeit, auch zu fliegen. Und wie viel Vieh ist es jetzt insgesamt? Es sind 400 Rindviecher und 30 Pferde. Da brauchst du schon die Hilfe vom Dominik, gell Dominik? Ja. Und du wirst auch einmal als Saltner? Ja. Schon, das steht schon fest. Mhm. Wie alt bist denn du? 10. Ja, und dann kannst du noch einiges von Michel lernen und dann übernimmst du da alles, oder? Wer weiß. Also für den Nachwuchs ist auf jeden Fall gesorgt. Vielen Dank euch beiden. Und für Sie zu Hause gibt's jetzt Musik von der böhmischen Welschnofen.